Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf TendoTV. Mein Name ist Sverre und wir wollten mit euch ganz kurz einmal über ein neues Gerücht sprechen, nämlich dass alle bisherigen 3D-Marios, die auf einer Heimkonsole erschienen sind, natürlich ausgeschlossen von Odyssey, auf der Nintendo Switch erscheinen sollen in einem HD-Remaster. Und wir fanden das ganze Gerücht so interessant, dass wir da einmal mit euch über unsere Erwartung sprechen möchten, wenn das Ganze denn stimmt. Und wir sind natürlich nicht nur ich, sondern eben auch der Mario. Hi. Hallo, ich habe eben schon in die Kamera gewunken, damit man merkt, dass ich da bin. Ja, das ja. Finde ich ganz interessant, das Ganze. Ein HD-Remaster. Ich hatte mir ja schon länger mal eins für Super Mario Sunshine gewünscht, nachdem es ja schon mal ein Remake auf dem DS von Super Mario 64 gab. Und jetzt bringen sie uns gleich alle Spiele auf einmal. Was hältst du denn davon? Also erstmal muss man ja sagen, es ist tatsächlich ein Gerücht, was zwar von mehreren Quellen jetzt stammt, allerdings beziehen die sich zumindest teilweise immer auch aufeinander. Das heißt, ob das jetzt wirklich nur von einer Quelle kommt, oder ob die das alle unabhängig gehört haben von unterschiedlichen Quellen, das weiß man nicht so genau. Von daher, es ist mit Vorsicht zu genießen. Das wollte ich an der Stelle zum Anfang nochmal sagen. Ja. Allerdings halte ich es für sehr wahrscheinlich, dass es stimmt. Einfach weil so ein Geburtstag wie der 35. von Super Mario, der dieses Jahr ansteht, nachdem 1985 mit Super Mario Bros. Auf dem NES es losgegangen ist, und zum 30. Geburtstag hat Nintendo auch schon was gemacht, ist es wahrscheinlich, dass was kommt. Und ich finde es total cool. Vielleicht auch noch mal kurz umfasst, was denn das Gerücht sagt, was denn alle 3D-Super Marios sind. Das ginge um Super Mario 64 vom Nintendo 64, um Super Mario Sunshine vom GameCube, um 3D World von der Wii U und um Galaxy und Galaxy 2 von der Wii. Das war jetzt chronologisch nicht ganz korrekt, aber wobei es heißt, dass die richtigen, jetzt lehne ich mich wieder aus dem Fenster, die richtigen 3D-Spiele, also alle außer 3D World, tatsächlich in einem erscheinen sollen. Also so ein bisschen wie Super Mario All-Stars. Und genau. 3D World eben ein bisschen aufgepeppt mit zusätzlichen Inhalten und so weiter als separate Deluxe-Edition. Also Super Mario 3D World Deluxe quasi. So ähnlich also wie bei Mario Kart 8 oder auch, eigentlich nur Mario Kart 8, glaube ich, war so das Spiel, was. Und New Super Mario Bros. U Deluxe ebenso auch, genau. Genau, das ganze Gerücht beinhaltet auch noch, dadurch, dass es jetzt eben wieder so ein Super Mario Overkill-Jahr scheinbar wird, dass auch noch ein Paper Mario-Spiel kommen soll, was sich aber an den klassischen orientieren soll. Ich muss aber sagen, zu diesem ganzen HD-Kram, was für mich ganz wichtig wäre, ist, dass sie uns nicht nochmal die Spiele geben, nur mit hoch aufgelösten Texturen. Denn so habe ich Super Mario 64 ja quasi auch auf der Wii U in der Virtual Console Version, da ist es ja schon 1080p, sondern wenn möglich auch wirklich überarbeitet. Ja. Dass auch Designschwächen draußen sind. Gerade denke ich da an Sunshine. Ich mag das Spiel wirklich sehr, aber es hat seine Schwächen, die man, glaube ich, gut ausprogrammieren kann. Und zumal zu Galaxy gibt es ja sogar schon eine HD-Version, was viele gar nicht wissen. Auf dem Nvidia Shield-Gerät, glaube ich, in China auf jeden Fall, auf einem Nvidia-Gerät. Dazu existiert sogar schon eine HD-Version. Und wenn ich mir dann vorstelle, Super Mario 64 in HD, übrigens bitte die Nintendo 64-Version, nicht die DS-Version, Super Mario Sunshine in HD und dann eben die beiden Galaxy-Teile. Boah, das wäre schon richtig geil. Ja, und das alles auf einem Spiel, auf einem Modul sozusagen, das wäre schon ziemlich fett und ja. Würde auch zudem tatsächlich passen, auch wieder ein Grund, weshalb ich das für wahrscheinlich halte, was Nintendo in der letzten Zeit gemacht hat mit den HD-Remakes von zum Beispiel The Wind Waker oder von Skyward Sword. Twilight Princess. Es stimmt. Ja, wieso sage ich mal Skyward Sword? Keine Ahnung. Das finde ich übrigens auch cool. Würde ich auch mal gerne wieder spielen. Aber kommen wir doch mal kurz zu den Spielen, denn darum geht's ja. Nehmen wir mal an, das Gerücht ist wahr und tun so, als würden diese Spiele tatsächlich dieses Jahr kommen und von Nintendo auf ihrem digitalen E3-Event, die E3 selbst ist ja abgesagt mittlerweile, aber Nintendo macht es ja eh nur digital, auf dem Event angekündigt. Es wäre, worauf erstmal, auf welches der vier Spiele würdest du dich, oder fünf, auf welches der fünf Spiele würdest du dich am meisten freuen?
Oh, das ist schwierig. Ich habe ja Galaxy, habe ich vor kurzem erst wieder durchgespielt. Den zweiten Teil auch. 3D World war nicht so meins. Das habe ich tatsächlich auch nie durchgespielt. Da freue ich mich auf das gar nicht so sehr. Ich glaube, es wäre tatsächlich Sunshine. Weil Super Mario Sunshine war so, da habe ich so noch die größten Erinnerungen aus meiner Kindheit dran. Klar auch sehr stark an Mario 64 und Galaxy, aber noch am ehesten, oder was mir mal so ganz prägnante Erinnerung blieb, war auch eben auch Super Mario Sunshine. Und da ich eben erst Galaxy gespielt habe, glaube ich, wäre es tatsächlich der Titel. Zumal ich den eben auch schon wieder länger nicht gespielt habe und ich das sehr mag, aber eben auch sage, es gibt diese Fehler. Und wenn sie die tatsächlich ausbauen, der Hammer. Hätten wir ein richtig cooles Mario Sunshine, was glaube ich auch den Kritikern dann mal gefällt. Weil es hat ja wirklich, es gab ich auch so das umstrittenste Mario-Spiel, wenn ich mich nicht irre. Jedenfalls von Ja, den 3D-Marios. in der Tat hat es ein paar Schwächen, aber ich würde auf meine Frage dieselbe Antwort geben. Und zwar, weil Super Mario Galaxy für mich noch nicht lange genug her ist, um jetzt noch mal so richtig Bock drauf zu haben. Klar, das sah schon auf der Wii super aus. Ich erinnere mich noch damals, wie ich es gespielt habe, das erste Mal. Da habe ich noch in Frankfurt gewohnt, in so einer kleinen Bude, und wir hatten gefühlt so einen 13-Zoll-Fernseher. Das war, als Deine ist dem Spiel überhaupt Galaxy-Geschichte. gerecht geworden. Das war schon irgendwie komisch, das darauf quasi zu spielen. Aber das ist noch nicht lange genug her, auch wenn es bestimmt 10 Jahre sind, aber gefühlt. Mehr Und sogar. Super Mario 64 habe ich auch vor ein paar Jahren für Marios 64 ja nochmal durchgespielt. Ich habe die 3D-Version, genau, die DS-Version irgendwann gespielt. Das habe ich also auch schon mehrfach gespielt. Und Sunshine ist das eines der wenigen Super Mario-Spiele, die ich tatsächlich nur ein einziges Mal durchgespielt habe und wo ich echt wieder richtig Bock drauf habe und was auch perfekt in die aktuelle Zeit passen würde. Weil Sverre, weißt du, kleine Anekdote dazu, wie das letzte Level heißt, in dem man auf Bowser trifft? Nee, ich kann mich zwar noch genau erinnern, wie das aufgebaut war, auch der Boss, aber an den Namen erinnere ich mich nicht. Also, Nee. ich könnte mir vorstellen, dass sie es umbenennen werden für ein HD-Remaster. Das Ding heißt nämlich Corona Mountain. Nein, im Ernst? Ja. Oh Gott. Ja, es ist Gott, schon. also das müssen sie ja eigentlich umbenennen, um Gottes Willen. Ja, da kommt's her. Jetzt wissen wir's. Bowser ist es. Oh, das wäre ein bisschen unsensibel, wenn sie es drin lassen, aber gut. Ja. Na gut, das Bier wurde ja auch noch nicht umbenannt. Genau, habe ich heute übrigens auch gelesen. Muss ich jetzt noch mal eine kleine Anekdote hier zum Besten geben. Musste ich auch sehr drüber lachen. Bei uns hier in der Stadt sind ja jetzt die ganzen Restaurants alle auf Lieferdienst umgeschwungen, oder viele zumindest. Bei denen kann man jetzt bestellen und die liefern dann auch. Und bei meinem Lieblingsmexikaner kriegt man, wenn man mindestens 50 € bestellt, eine Flasche Corona gratis dazu. Ist auch eine coole Marketingaktion. Naja, weiß ich auch nicht. Und ich hoffe, weil da steht nämlich eine Flasche Corona-Bier, und ich hoffe, die meinen wirklich die Marke und nicht ein Bier, was mit, ist jetzt auch egal. Ja, also Sunshine würde ich mich auch mordsmäßig drauf freuen. Ich glaube, ich werde wieder fluchen, ohne Ende, wenn ich dieses Spiel spiele, weil ich habe damals tatsächlich geflucht ohne Ende, weil es an Stellen echt richtig, richtig herausfordernd war und man wirklich sich in gerade diesen Leveln ohne den Dreck weg ja überhaupt keine Fehler erlauben durfte. Aber gerade das schätze ich auch so an dem Spiel. Einmal eben die Schwierigkeit, die teils auch ein bisschen unfair war, aber gerade eben, wenn sie das nicht war, habe ich sie sehr geschätzt. Und auch diese offenen Welten. Also ich erinnere mich an so viele coole Erlebnisse, weil du hattest so große Spielwiesen, was ja auch viele immer noch für Mario zurückfordern in der alten 64 Sunshine-Formel, sag ich mal, und nicht diese Spielwiesen wie in Odyssey, die mir auch sehr gut gefallen haben. Aber dafür schätze ich Sunshine sehr. Das ist auch so wirklich einzigartiges. So ein Mario gab es weder vom Gameplay noch auch vom Level-Design in der Form gab es das nie wieder. Und Ja. daher ist es so einzigartig. Und Galaxy ist, wie gesagt, auch was für sich, aber so zum Beispiel Odyssey 64, das ist ja vom Gameplay ähnlich. Nicht gleich, aber ähnlich. Und da ein Sunshine sticht halt aus allen, finde ich, ganz schön krass hervor. Weswegen es, glaube ich, auch so umstritten ist. Aber darauf freue ich mich Ja. auch enorm. Und Und was man vor an der allem. Stelle auch noch mal sagen muss, auf Tenno TV war es
eines der ersten Videos, wenn nicht sogar das, stimmt, ich glaube das erste war es nicht, aber eines der ersten, was Martin damals gemacht hat, ging um Super Mario Sunshine. Ja. Und alleine deshalb muss das jeder nochmal spielen. Spiel mal wieder, war nämlich der Titel dieses Videos. Und was mir dazu auch einfällt, wenn ich mir das so angucke, auch damals Wind Waker HD, finde ich, sah auch wirklich nochmal ganz anders aus als der GameCube-Teil, obwohl ja gerade Wind Waker eins der zeitlosesten Spiele ist, was in meinen Augen existiert, durch den Cell-Shading-Look. Ja. Und trotzdem sah es auf der Wii U, finde ich, nochmal einen guten Tacken besser aus. Und wenn sie das dann auch mit Sunshine machen, denn ich glaube, so ähnlich könnte das dann auch aussehen, sogar fast vom Look, dann wäre ich schon voll zufrieden. Und bei Galaxy, bei 64 stelle ich mir das Ganze ein bisschen schwieriger vor, weil ich glaube, auch Sunshine natürlich, müssten sie komplett neu entwickeln. Aber ich glaube, bei Galaxy könnte ich mir vorstellen, dass das Ganze nochmal ein bisschen schwieriger. Aber gut, ich finde, zum 35-jährigen Jubiläum wäre es auch mal Zeit, vielleicht wirklich dann eine geile HD-Neuauflage zu machen, ja, wie es Crash Bandicoot und Spyro gemacht haben, die ja nun wirklich komplett neu waren. Ja, das ist tatsächlich die spannende Frage. Wird es halt tatsächlich nur ein bisschen HD überarbeitet oder also ist es halt so ein Remaster oder ist es tatsächlich quasi ein komplett neues Spiel? Ich glaube, bei Galaxy ist es im Zweifel, auch wenn die Wii natürlich mit ihren 480p keine wirklich gute Auflösung hatte, aber das Spiel an sich sieht ja schon gut aus. Da würde es wahrscheinlich reichen, die Texturen auszutauschen, jetzt mal in meiner naiven Sprache gesprochen. Ja, oder einfach hochskalieren. Genau, was bei Super Mario 64 überhaupt nicht funktionieren würde, wahrscheinlich sogar Mist aussieht. Und bei Sunshine wahrscheinlich auch nicht ganz oder ganz davon zu schweigen, dass die Spiele auf ihren ursprünglichen Konsolen in 4:3 erschienen sind. Bei Sunshine bin ich mir gerade gar nicht so sicher. Aber ich glaube auch, da müssten sie also auf jeden Fall was reinstecken. Ich glaube, das tun sie. Und ich hoffe, das tun sie. Weil wenn sie den Geburtstag richtig feiern dann und das als HD-Spiele machen, dann sollten sie das tun. Und dann würde es halt auch nochmal so ein riesiges Switch-Loch füllen, wenn du gleich 5 Mario-Titel plus noch das Paper Mario hast, was ich total cool finde, wieder klassisch sein soll, also wie die Legende vom Ionentorn, eben den Nintendo 64-Teil. Wenn das dann wirklich alles kommt, dann ist da schon mal ein ordentlicher Füller da und eben auch für Spieler wie du und ich, die Originale gespielt haben, was man heute auch nicht mehr verlangen kann, selbst dann wäre es nochmal ein riesen Anreiz, wenn die eben fetter, geiler HD-Optik wären, was natürlich so das i-Tüpfelchen wäre, das glaube ich aber nicht, wären natürlich orchestrale Soundtracks, aber ich glaube, so viel Mühe werden die sich nicht machen. Also könnte ich auch verstehen, aber wenn es eine geile HD-Optik ist, sei es wie ein Wind Waker HD, also da haben sich ja in meinen Augen auch gut Mühe gegeben, dann wäre ich voll zufrieden und hätte mega Bock darauf. Ich habe aber ein bisschen Angst, dass wir dann auf der E3 so einen Trailer erhalten, wo dann irgendwie wie damals bei der 25-jährigen Edition für die Wii war das, Mario All-Stars es einfach nur nochmal gab mit nichts wirklich Neuem. Das fände ich dann ein bisschen schwach und dann auch, dann wäre auch so das Switch-Line-Up, glaube ich, auch dann wirklich langsam sehr, sehr kritisch. Weil Nintendo hat halt, trotz der Direct, die ganz in Ordnung war, immer noch ein großes Loch und eben 5 große Super Mario-Titel würden dieses Loch gut füllen. Erstmal. Würden es zumindest füllen für die, die Super Mario gerne spielen. Und es, ich glaube, gerade der Erfolg von Mario Kart 8 Deluxe gibt ihnen ja recht, dass es sich lohnt, solche Spiele zu bringen. Und gerade bei 64 Sunshine, die werden die meisten, die heute eine Switch haben, wahrscheinlich noch nie gespielt haben. Von daher auf jeden Fall für viele lohnenswert. Ich würde damit sagen, ja, damit ist zwar irgendwie eine Lücke gefüllt, die wir im Moment noch haben, weil bis auf das Spiel, was sie jetzt auf der Direct für Mai terminiert haben, nämlich das Xenoblade Chronicles Remaster oder die Deluxe, ich weiß gar nicht, wie es offiziell heißt, fällt mir gerade nicht ein, ist ja auch kein wirklich neues Spiel, gibt es im Moment von Nintendo für dieses Jahr noch nichts. Oder nichts mehr. Es kam ja mit Animal Crossing gerade schon ein Hammer-Titel, der viele auch über Wochen und Monate beschäftigen wird. Aber nichtsdestotrotz ist jetzt im Moment die Luft dünn. Ich glaube, sie ist nur dünn, weil wir noch nicht wissen, was sie vorhaben. Und sie werden es auf der E3 verraten. Und ich glaube, selbst egal wie auch immer dieses Super Mario HD-Versions-Gedöns und Paper Mario wird, da wird auch noch eine ganze Menge anderes dabei sein. Ich meine, wir reden immer noch von Breath of the Wild 2, was irgendwie dieses Jahr kommen soll. Wir haben immer noch Bayonetta in der Hinterhand, was dieses Jahr kommen soll. Also es ist,
es gibt, glaube ich, genug, was Nintendo auf der E3 vorstellen können wird. Die Frage ist, wie weit sind sie wirklich schon? Aber ich mache mir eigentlich keine Sorgen um dieses Jahr, egal wie Super Mario wird oder ob es kommt. Ich sag mal so, wenn diese Spiele, die du gerade genannt hast, erscheinen, dann haben wir schon mal qualitativ ein extrem starkes Jahr, glaube ich. Auch wenn natürlich die Mario-Spiele schon mal da waren. Sie füllen aber für viele ein Loch und auch ich würde sie, glaube ich, fast alle noch mal spielen. Deswegen wäre es zumindest für mich qualitativ erstmal ganz gut gefüllt. Was mir dann aber noch fehlt, ist vielleicht noch ein Tinken Quantität, die natürlich auch eine gute Qualität haben soll, aber ich glaube, das alles werden wir dann auch auf der E3 sehen und dann eben auch sehen, wie werden die letztendlichen Mario-Titel denn aussehen. Sind sie so, wie wir genau es uns erhoffen, oder sind sie dann doch eher langweilig und quasi Ports der Virtual Console-Version, was ich sehr, sehr schade finden würde, gerade weil ich, glaube ich, dem der inzwischen fast bekanntesten Marke der Welt, Super Mario, in meinen Augen dann auch einfach nicht mehr gerecht wird für einen 35-jährigen Geburtstag. Ja, das würde ich ähnlich sehen. Trotz neuen Paper Mario. Worauf genau, das ist ja auch was ganz anderes. Also das ist ja tatsächlich wieder eine völlig andere Nummer. Wenn sie es da schaffen, Back to the Roots zu kommen, dann alles gut. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ich bin total gespannt, ob es stimmt. Wie gesagt, ich glaube, es stimmt, aber ich weiß es nicht. Was mich jetzt interessieren würde, wäre, was glaubt ihr denn? Glaubt ihr an das Gerücht? Und wenn ja, was wären denn eure Erwartungen? Auf welches der Spiele würdet ihr euch am meisten freuen? Womit würdet ihr quasi anfangen zu zocken? Oder was würdet ihr gerne mal nachholen oder jedem empfehlen, unbedingt mal zu spielen? Kommentiert einfach fleißig mit. Dafür sind wir hier. Genau, und vergesst auch nicht, wenn euch unsere kleine Diskussion gefallen hat, auch gerne mal einen Daumen nach oben da zu lassen. Abonniert doch den Kanal, wenn ihr weitere Videos von uns rund um den Nintendo-Kosmos sehen wollt. Und wenn ihr immer informiert sein wollt, aktiviert doch auch gerne die Glocke. Schönes Schlusswort. Vielen Dank wie immer fürs Zuschauen und wir sehen uns ganz bald. Tschüss. Ciao.